Hallo, mein Name ist Markus Vogelhuber und ich möchte Ihnen heute etwas über Meniskusverletzungen erzählen. Der Meniskus ist ein verformbarer, halbumförmiger Faserknorpelring, der zwischen dem Ober- und Unterschenkelknochen liegt. Er trägt zur Vergrößerung der Kontaktfläche bei und sorgt so für eine bessere Druckverteilung im Kniegelenk. Durch seine Funktion als Stoßdämpfer schützt er den Knorpel. Man unterscheidet degenerative und traumatische Meniskusverletzungen. Degenerative Meniskusverletzungen äußern sich meist durch eine schleichende Schmerzzunahme. Sie entstehen durch einen vorzeitigen Verschleiß des Meniskusgewebes, dabei kommt es zu kleineren Einrissen. Traumatische Meniskusverletzungen treten meist als starker Akutschmerz nach einem Knieverdrehtrauma, vor allem bei jungen Menschen, auf. Eine Meniskusverletzung äußert sich häufig als Druckschmerz über den betroffenen Gelenkspalt sowie als belastungsabhängiger wandernder Knieschmerz, insbesondere bei Rotationsbewegungen. In manchen Fällen kann es auch zu einer Einklemmungssymptomatik mit Bewegungseinschränkungen kommen. Die Anamnese dient der Unterscheidung zwischen degenerativen und traumatischen Meniskusverletzungen. Bereits bei der klinischen Untersuchung können geeignete Provokationstests auf eine Meniskusverletzung hinweisen. Als standardmäßiges bildgebendes Verfahren gilt die MRT-Untersuchung. Als oberstes Ziel in der Therapie ist eine Wiederherstellung der Gelenkbeweglichkeit sowie eine Schmerzreduktion. Eine konservative Therapie ist bei schmerzlosen Meniskusschäden bzw. schmerzhaften degenerativen Meniskusschäden ohne Gelenkblockade möglich. Als konservative Maßnahmen kommen Physiotherapie, Schmerztherapie und physikalische Maßnahmen zur Anwendung. Eine operative Versorgung wird bei akuten, traumatischen sowie verlagerten Meniskusrissen mit Gelenkblockade oder Versagen der konservativen Therapie durchgeführt. Zu den Standardverfahren zählen die arthroskopische Meniskusnaht und Meniskusteilentfernung. Die arthroskopische Meniskusnaht ist bei akuten Verletzungen mit geeigneter Rissform und Lokalisation bei jungen, aktiven Menschen die operative Therapie der Wahl. Sie sollte innerhalb von 6 Wochen nach dem Trauma erfolgen. Eine arthroskopische Meniskusteilentfernung wird bei schmerzhaften, degenerativen und nicht rekonstruierbaren Komplexrissen durchgeführt. Nach einer Meniskusnaht ist eine Teilbelastung mit 20 kg in einer winkellimitierenden Gelenkschiene für 6 Wochen notwendig, damit der Meniskus heilen kann. Dagegen kann bei Meniskusteilentfernung eine schmerzangepasste Vollbelastung bereits nach 2 Wochen erfolgen.